Claudia, Sie sind auch so spektakulär entdeckt worden, nicht am Strand in Miami? Sondern in der Diskothek. In der Diskothek? In Düsseldorf. Mhm. In Düsseldorf. Da kann, was haben Sie gedacht, als der sagte, er möchte Sie gern engagieren? Ich dachte, das wäre ja ein Scherz oder jemand, Scherz. Der mich... auf den Arm. Genau. Und als es dann ernst wurde, haben Sie auch gleich mit den Eltern darüber gesprochen? Ich habe sofort mit den Eltern darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das kann sein. Denn die haben mich, wie gesagt, gebeten, bitte gib uns deine, die Telefonnummer von deinen Eltern. Da habe ich gesagt, okay. Wer weiß ja nie, ob es jetzt ein Scherz oder ernst ist. Und dann haben die in der Zeit tatsächlich am nächsten Morgen angerufen und haben sich dann mit meinen Eltern getroffen. Und die Eltern fanden es okay? Nein, um Gottes Willen. Es hat erst lange gedauert, bis wir da erstmal alle Leute gefragt haben, was es überhaupt ist. Wir wussten ja nichts über diesen Beruf. Aber, ja so, Sie wussten nicht viel über den Beruf. Aber im Prinzip war das doch vielleicht bei einem Mädchen anders als bei ihm. Dass man das doch irgendwo eher sich vorstellen kann. Ich weiß es nicht. Also meine Eltern, es war natürlich auch schon, ich musste ja dann auch, wie ihr auch schon sagt, man musste dann in die Stadt ziehen. Ich musste ja dann erstmal nach Paris und das dann auch noch alleine. Weil meine Mutter ist in den ersten Monaten noch dabei gewesen. Aber wie alt waren Sie da? Ich war 17. Und für Eltern zu sagen, ich weiß nicht, zu sagen, okay, du kannst gehen, ist schon so eine Sache. Also es gab große Diskussionen und ob ja oder nein. Sie haben Claudia entdeckt, stimmt nein, das? Nein, ich habe Claudia nicht entdeckt. So steht das immer. Ja, überall. Wenn Sie ja, deswegen glauben, was in Zeitung steht von mir und Claudia, dann habe ich das ja mit Fragezeichen gesprochen. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, ich will genau sagen, wie das war. Ich habe Bilder in der englischen Vogue gesehen von Claudia, Bilder von Hörpritz, wo sie mit einem Jungen, der ziemlich bekannt ist, der Cameron hieß, der damals sogar bekannter war wie Sie, auf einem Motorrad saß. Und da habe ich die Chefredakteurin angesagt, wer ist das tolle Mädchen, die auf dem Motorrad sitzt. Und gleichzeitig kamen ihre ersten Guest-Reklamen raus. Das war in der gleichen Zeit. So war das. Im Grunde der erste Fotograf wirklich, der mit Claudia gearbeitet hat, ist Ellen von Unwert, was ja auch eine Deutsche ist. Ne? Ja. Sie sagten, es muss diese Star-Quality haben. Was hat sie? Was, ja, das soll man nicht definieren. Kann man nicht. Denn das ist ja kein Rezept. Das hat man oder das hat man nicht. Aber man kann es nicht lernen. Man kann es entwickeln. Es gibt Mädchen, wo es mit der Zeit etwas rauskommt. Claudia hat es sehr schnell gehabt. Das kommt drauf an. Da gibt es auch keine Regeln. Irgendwo habe ich mal gelesen, aber das wird sicherlich auch nicht stimmen. Lesen Sie nicht zu viel. Ich weiß. Naja, in meinem Beruf muss man ja Zeitungen lesen. Ja, ja, aber so. Welche Zeitung? Da stand irgendwo, dass sie blonde Mädchen gar nicht mögen. Stimmt denn das? Das ist Quatsch. Und die 3/4 der Blonden sind keine echten Blonden. Ne? Ah, sehr schön. Sie haben die dann gesehen, bevor Sie beim Friseur waren. Und dann, gut, also das sind wahrscheinlich auch alles solche Klischees. Ich bin nicht verantwortlich für alles, was in Zeitung steht. Ne? Das ist mir völlig nicht alle selber. Was? Gut, wir wissen jetzt, dass ein Model diese spezielle Qualität haben muss, wie Sie sagten, ja. Das bei Schauspielern sein. Die kommt manchmal erst nach einer gewissen Zeit raus. Genau. Aber es gibt heute 14-jährige Mädchen, die haben. Ne? Ja, aber wer macht dann aus diesem Mädchen mit dieser Qualität den Star? Sind das die Covers, dass sie viele Coverfotos hat? Ist das eben das ein großer Modeschöpfer für Sie? Das ist eine Mischung von allem. Das ist alles. Das ist alles. Das sind die Schauen, das sind aber auch das Redaktionell. Denn im Grunde, die Wertbasis oder die Wertleiter eines Topmodels ist auch, was sie an Redaktionell hat, wie viel Titelbilder vom Vogue und Harper's Bazaar und so, das spielt eine große Rolle. Hm? Wenn das, was sie ja Berge und Hunderte von haben. Aber Mädchen, die das nicht haben, die haben auch nicht die gleichen Preise und können auch nicht die gleichen Ansprüche haben. Und ist auch irgendwie normal, denn sie können auch nicht das Gleiche, da gibt es keine Gerechtigkeit. Das ist ein Beruf, total auf Ungerechtigkeit basiert. Das muss man akzeptieren, das weiß man ja vorher. Das ist im Tanz so, das ist im Film so. Und wenn den Leuten das nicht passt, dann müssen sie mal was anderes machen. Es gibt viele Berufe mit Gerechtigkeit. Ne? Sehr schön.